Ah. Puh, okay. Ich kann nicht weg! Ah, vielleicht mag ich das doch nicht, wenn das auf das Monster fixiert ist. Weil ich dann nicht sehen kann, wo ich hinlaufe teilweise. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt. Aber ich hätte gerne eine Information, wie viel Leben die Dinger hätten. Das wäre cool vom Spiel. Macht das Spiel aber nicht. Dass das Ding so lange gehalten hat bei dem, ey. Ich bin eher davon ausgegangen, Tatsache auch, dass es ein Eisdrache ist, aber es ist ja ein Winddrache. Aber wenn man bei dem ein bisschen Vorsicht walten lässt. Man sagt, der Kushala Daora beherrscht den Wind. Ich habe gerade nicht vor, das in Zweifel zu ziehen. Ja, ich auch nicht, aber danke für die Info. Zieh dich zurück und warte auf die nächste Chance. Ich toleriere keine Dummheit. Als ob du auch nur irgendetwas tolerieren würdest. Wir haben's verstanden. Genau und durch. Könnt ihr aufhören zu blabbern, bitte? Ich muss mich konzentrieren. Komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Oh. Hä? Okay, das hat gut geklappt. Gut, wenn Julia mir das nicht geben möchte, gebe ich es mir jetzt selber. Das Judo also leben. Und wir müssen die Fußspur von dem Ding finden. Wo ist die? Da. War hier noch mehr von ihm? Wenn ja, würde ich das gerne finden.
Denn ich möchte natürlich auch die Forschung nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich finde es gut, dass sie hierher läuft. Denn hier ist Kraut für Tränke. Und wenn wir gerade eins Mangelware haben, dann ist es Kränke, alles klar, Tränke. Und dann müssen wir die nicht immer aus unserer Truhe nachfüllen, sondern können die auch mal so nachfüllen. Wow! Gegen den werden diese Blitzkapseln, glaube ich, auch gut, aber ich weiß nicht, wie man die einsetzt. Magst du jetzt bitte wieder auf den Boden kommen? Oh, er hat sich nochmal gedreht. Das war voll fies. Ich wäre fast auch reingefallen. Das Problem ist halt, wenn er einen Eimer am Boden hat, ne? Ab dem Moment ist problematisch. Aber wenn man die Tornados im Blick hat, sich von dem dann nicht so reindrängen lässt, dann geht die Attacke eigentlich. Wo ist er? Seh nicht. Auf jeden Fall einen fetten Trank erstmal trinken. Energy Drink könnte ich auch mal wieder gebrauchen.
War das Messer noch scharf? Und dann reisen wir ihm weiter hinterher. Schön, dass ich fünfmal auf den gleichen Trick reinfalle. Boah, jetzt so langsam nervt mich seine Reichweite aber auch eher. Der Tornado ist auch gefährlich gesetzt. Wie kann es sein, dass ich immer genau reindasche? Aber ich finde die Idee eines Luftgegners echt genial. Das ist was ganz Neues. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht, ne? So einer, der mit Luft angegriffen hat einfach. Und Sturm. Ja, war klar. Aber er setzt die Luft auch echt leider smart ein. Nicht gut.
Oh, die Drachenelsenkämpfe dauern auch immer so lange. Das gefällt mir auch nicht. Es ist, kritisch schon wieder, die Länge. Ja, es war klar. Kannst du nicht bitte landen? Okay, positiv, er hat auf jeden Fall schon den Totenkopf, das heißt, er hat nur noch 10%. Negativ, wir haben auch nicht mehr so viel. Ist er nach dahin geflogen? Dann sind die Fußspuren hier, oder? Wo sind die Fußspuren? Weil wir brauchen auf jeden Fall Forschung. Ob wir das wollen oder nicht. Okay, und sein Nest ist ganz, ganz oben. Naja, war zu erwarten, dass von irgendeinem Monster da das Nest ist. Ich habe ja eigentlich schon spekuliert, dass das der Nährgigante sein wird, der hier oben sein Nest hat. Aber offensichtlich ist es der Kushala Daora. Und natürlich auch passend hier in der Mitte. Okay. Warum sind hier auf jeden Fall auf einmal überall welche? Hä?
Was trifft mich? Warum kann ich... Ach, da ist eine Wand. Genau, rein. Julian, steh bitte nicht einfach unnötig vor mir. Bist euch doof, ey. Warum sind hier denn überall Wirbelstürme? Du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht gewollt ist, dass der Endfight nervig ist. Heilung. Ich brauche Heilung. Ich wollte gerade sagen, komme ich jetzt wieder nicht weg, dank Julian. Ich komme nicht weg, dank Julian. Aber es ist ein richtig cooler Kampf. Also bis auf, dass ich finde, dass am Ende ein bisschen der Wirbelsturm gespammt ist. Finde ich das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich finde am Ende sind ein bisschen viele Wirbelstürme platziert. Aber das ist okay. Der Kampf ist gut, der macht Spaß. Dreimal unmächtig darf ich werden. Kritisch. Wir haben auch relativ. Wir haben eigentlich schon ganz gut Schaden gemacht. So ist es jetzt auch nicht, ne? Also. Ich möchte meine Leistung jetzt mal nicht schlecht reden. Wo ist der Trank? Den möchte ich nämlich schon nehmen. Der müsste auch jetzt nicht mehr so viel Leben haben, weil wir haben auch eben
relativ schnell nochmal viel Schaden gemacht. So viel sollte er nicht mehr haben. Auf jeden Fall sind die Dinger alle noch aktiv. Alles in Ordnung? Jo, alles in Ordnung. Der Kampf war cool. Schuppe. Edelstein, da haben wir ihn schon. Aber nur dreimal ernten, finde ich, ist schwach. Aber gut, nächste Quest abgeschlossen auf jeden Fall. Ich denke mir mal noch einen im Zweifel. Keine Werbung. Und warum kann ich hier nur dreimal ernten? Auch das ist doof. Das sind so lange Kämpfe. Jetzt ist die große Frage, können wir eine Untersuchung annehmen? Die Frage der Fragen. Gibt es Untersuchungen zu dem Viech? Sieht nicht so aus.